nimmt das einfach so hin. Aber haben wir den Draft? Ja, ich nicht. Oh, ich kenne die Gegner nicht, aber vielleicht haben die, sind das Deutsche? Ja. Dann haben wir Fiora dann. Das ist so fair, das ist so true, doch. Das war ein Fiora, guys. Wo kriegt man den Multi? Ach, hier. Okay, ich habe ihn. Der spielt Malphite. Ja? Ja, der ja. War Malphite-OTP, ja. Ja, und jetzt ist er zum On Malphite 2-Trick geworden. Er hat sich weiterentwickelt. Ich spiele eine Menge Set, oder nicht? Ja. Set. Ja, Set und Raga spielt er auch. Und Wukong auch, bist du. Haben wir Bans? Wollen wir Ezreal bannen, Brücke, damit wir nicht spielen müssen? Oder wollen wir hier tryharden mit Ezreal? Eine Runde will ich Ezreal spielen. Dann wollen wir Dankas Champion Pool bannen, glaube ich. Was spielt der? Ja. Dankas Champion Pool. Der spielt, glaube ich, auch Shivana, oder? Ja, die bannen wir nicht. Wir bannen Nidalee. Ja, wir hätten vielleicht Vorbereitung machen sollen. Ich sag ja, es tut mir leid, Leute. Das ist Nidalee, ich spiele nicht gegen Nidalee. Ja, das wäre ganz gut gewesen, ja. Ja, aber wir haben die wichtige Vorbesprechung. Ja. Die Vorbesprechung am 5 passt ja, oder? Ja, ja. Also, ich würde sagen, also es spielt tatsächlich Nidalee, Lee Sin, Nocturne, Diana, Viego. Ich habe Bronto geschrieben, dass Nidalee bannt ist, okay? Ja, ich meine, der Rest ist playable. Nidalee bannt und wenn andere Teams noch Malphite spielen würden, dann müssen wir sehr erfolgreich auf Nocturne ist der und die werden extrem gutes Teamgame haben, glaube ich, die hier. Ja, aber ich spiele gerne gegen so Globus. Das ist gut für die Com-Practice. Okay. Gut für die Com-Practice. Was ist dann unser Bann, wenn wir jetzt Nocturne nicht bannen wollen? Wir können Lee Sin, Viego. Da war ich Lee Sin. Lee Sin, Viego. Lee Sin ist auch gut, ja. Also machen wir jetzt noch einen dritten Jungler, oder? Wenn wir schon dabei sind? Ich mein, warum nicht? Wer macht denn sonst Sinn, wenn wir den 1 schenken? Ich kann mal Glowing nochmal gucken. Da könnten wir Viego bannen, würde ich sagen, oder? Glowing spielt der LeBlanc. Spielt der LeBlanc, der Midlaner, ja. Das wollte ich kurz checken. Ja, ich glaube, Glowing ist ich dachte, der wäre ein Syndra-OTP, aber... Wobei, der hat Viego gelassen seit dem Nerf, also würde ich... Ja, der hat Mostblade Irelia. Aber der spielt auch LeBlanc. Können wir LeBlanc einfach bannen? Ja. Actually, ja. Glowing spielt eine gute LeBlanc, ja. Hast du denn eine OPGG nochmal, Linke? Ich hab die nicht in der... Ich hab leider nur die Einzelnen gerade gecheckt. Warte, ich kann ja bei LoL Pros, ich weiß nicht, wie man da die... Tatsächlich eine sehr gute LeBlanc und eine sehr gute Irelia beides. Also ich geb dir Kreppo. Ja, oder pack's ja für uns alle rein, ja. Ne, First Picken Ezreal hier, wenn sie ihn durchlassen sollten. Ja, also Jungle vielleicht, ja. Aber wir sind Red Side, dann können wir mit auf 3 picken mit 2 Bans oder Support oder Top. Genau. Picken Jarvan. Ja, geh schwer direkt, würde ich sagen. Ja. Ist das denn so gut? Ja, ob es gut ist oder nicht gut ist. Bei Ezreal ist doch insane jetzt hier, ne? Ja, ich spiele Ezreal Shyvana, ja. Let's go. Also hat Value locker, ja. Ezreal spiele ich sehr gerne, ja. Aber ich spiele den. Ja, aber mit ihm meine ich, sorry. Also, du bist ein guter Ezreal, ich hab dich gerne in meinem Team auf Ezreal. Same actually, das ist sehr angenehm. Ja. Ja, ich dich auch. Same actually. Hey. Lieb ja. Ich sehe hier nichts, ich bin bad. Lucian? Ich glaube, Lucian ist actually. Lucian, ich glaube, ihr unterschätzt den. Wir kriegen den jedes Game ins Gesicht jetzt gerade. Aber Lucian ja. Botlane ist stärker, als man denkt. Botlane Lucian, meinst du? Ja, yeah. Yeah. Lucian Nami. Ja, Lucian Nami ist actually correct. Was spielen wir da? Wurde Lucian gebufft für Botlane? Ja, wenn du einen Buff an Lucian gibst, machen wir Schade mit seiner Passive. Ja, wir brauchen jetzt einen Botlane-Pick. Was picken wir gegen Lucian? Hear me out. Ich will jetzt keine Prügel haben, aber Yumi wäre hier wirklich nicht schlecht. Ja, go Yumi. Oh mein Gott, Yumi? Let's go! Ich hab schon die Glasflasche in mein Gesicht fliegen gesehen, als ich finde das kein guter. Dann hätte ich ein neues Noise-Gate einstellen müssen. Ich hab's noch nicht so oft gespielt, aber ich glaube, das ist okay. Ich hab gerade eben Solo-Kill-Yumi-Game gemacht. Aber du musst, okay, so wenn den Lucian reindasht und du machst dann eine E, dann kannst du nie mal wieder hochgehen, ja? Können wir AP Midlaner bannen oder so? Was kann ich dann nie wieder? Nee, für Brookie. Können wir AP Midlaner bannen? Rice oder so oder was auch immer? Der spielt, ich sehe hier keinen Rice bei ihm. An Syndra. Wenn ihr wollt, können wir Syndra bannen, ja? Ja. Aber der spielt eigentlich auch keine Syndra. Der hat Mosbett Irelia bei Far. Dann bann ich jetzt Sylas als letztes. Machen wir TF-Counters in TF von 4? F würde ich auf jeden Fall bannen, ne? Ja. Ja, wir sind auf First Pick mit. Der spielt auch TF, actually, ja? Also ich spiele sogar viel TF. Aber wir können TF picken auch. Nein, Ben macht TF. Ich glaube, aber TF ist nicht so gut hier, oder? Ja, wir sind auch nicht das beste TF-Team, honestly. Ich glaube, das passt nicht zu uns, TF, ne? I agree. Ja, aber dafür skinnt man. Dafür skinnt man. Ja, aber Kapo, wir spielen gerade gegen Playoff Protiv-Team. Jetzt müssen wir eingehen, Full Tryhard, Full Comfort spielen, in meinen Augen. Okay, Comfort, ja, dann bin ich auch mit. Okay, mit, ja. Die bin selber Irelia, die wissen Bescheid, Ne, die wollen nah picken. Wollen wir nah picken? Ja, dann, nee, pick dein Midlaner.
Ich soll Mitte blinden, ja? Ja, du hast zwei Bands dafür bekommen. Sollen wir AD also oder AP picken? So, wir können auch nah blinden, aber du hast drei Bands bekommen. Deswegen. Welcher wäre denn der AD-Pick? Z? Dann wir können Ryze einfach spielen, wenn ihr wollt. Wir können Ryze spielen, ansonsten spielen wir Akshan Trist. Ryze ist terrible, hier, glaube ich. Ich würde Z gehen, ehrlich gesagt. Wait, ist Akshan nicht komplett bad? Nee, Akshan ist ziemlich gut, ja. Ja. Ja, wir sind sehr squishy, Gegner. Du kannst hier kein Ryze gehen, glaube ich, weil wir Zero Frontline haben und dir überhaupt nichts anbieten können. Das stimmt wohl, ja. Wir haben Zero CC, Zero Frontline. Ich hab sowas wie Z-Wake am besten gewesen. Wenn du mit Midlane Blindpick struggles, dann sag das einfach, dann bannen wir zwei Top-Lane und ich Blindpick Top. Aber wenn du zwei Bans Midlane kriegst, dann musst du auf Line. Ich kann schon Mitte Blindpicken, aber nicht AD. Was willst du AD Mitte Blindpicken? Ich mache eine Note für die Besprechung. Du musst ja nicht, das ist mein Punkt, weißt du? Nein, aber welchen meinst du? Deswegen sollst du einfach mir die Bans geben und ich pick Top-Line, dann musst du nicht Blindpicken. Der Punkt. Future Focus. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt gehardcountert wurden oder so. Nein, das ist. Free Scaling. Könnte Lucian Mitte sein und Xerath-Bot. Ja, true. Ja, aber das sehen wir ja gleich. Ne? Was nimmst du für einen Summoner bei Brücke? Wieder Exhaust, denke ich. Gut. Es ist. Oh, Karma Gott. Top. Karma so disgusting sein. Lucian oder Xerath Mitte? Lucian oder Xerath-Bot? Ja, Exhaust ist Giga-Value, wenn du Lucian reindasht. Ist die ähnliche. Ja, aber wir haben. Ich kann euch Nahen bieten oder ich kann euch Jace geben. Na, no, denke ich. Einfach deine Lane, no? Okay. Danke, mir geh für Lane Win. Ich denke, du brauchst etwas CC, wenn die Lucian reindasht und dann ist die Comp auch vorbei für die Leute. Ja. Die haben zwei Buffers für den Lucian. Die werden auf jeden Fall Lucian mit Nami spielen, da wäre so int, wenn sie nicht den Bot spielen. Ja. Da wäre also, so int. Ja, ja, ist Lucian Nami Bot für sure. Werden sie eh sehen. Karma Lane. Action! Karma kann jetzt permanent irgendwie ihr Mantra benutzen, ne? Ja. Ja. Freddy, tradest du? Ich trade schon mit dir. Oh. Gut. Ja. Ja, ich würde die so. Actually, Karma hat gute Invade, ne? Vorsicht dafür. Die werden heavy um Mitte rumspielen, wahrscheinlich. Ja, also Early haben wir basically keine Prio-Lane, oder? Klar, Mitte. Ich glaube Mitte. Mitte auf jeden Fall. Mitte ist heavy. Nee, Top habe ich keine Prio-Lane okay. Gegen Karma. Mitte ist heavy. Frontline auch nur auf Level 7 oder so. Ich scale bis Mercs, dann habe ich Prio, basically. Also wenn Brücke und ich für Botside parten, dann. Wenn Brücke 3 Items hat und ich 2 Items, können wir 2v8en. Weil der Team macht halt nichts gegen Ezreal. Ich sehe, haben die einen schlechten Draft, würde ich sagen. Aber Botlane chill early, ja? Ja, ja. Sehr schwer Lane. Wir machen gar nichts. So, ich tapeziere hier noch die Wände ein bisschen und dann carryen wir auf 2 Items. Ja, wer hätte ein Z picken sollen? Fuck me, Aber wie kannst du. Draft kannst du on live immer remake, ja? Von der schlechten Pick Max. Nein. Für nächste Mal. Warum on live? Was meinst du deswegen? Ja, okay, auch nicht auf DR, aber ich muss mal sagen, wenn man so screamt, das wird egal, ja. Ich hatte gerne Pick Max. Agurin? Ja. Willst du Pickbot wieder da rein haben? Nee, ich werde anfangen. Wo dann? Ich kann noch kurz covern gehen da, weil ich werde kurz den Cheeseboard legen. Wie viele? Alle? Nee, nur Kani. Okay. Und dann gehe ich kurz Base und höre es poppen. Ich würde gern hier hingehen und einfach den Ward setzen gleich. Warte, dass ich denen jetzt gesagt habe, wir machen nur 3 Games, ne? Nicht Lucian. Also die Ivy einfach. Haben wir Prius? Aufpassen. Ja, Mitte. Nee, nur Mitte also. Die sind als Team sehr gut gewesen, ne? Und nicht auf den Lanes. Ja. Also so actually Rock hatte eine mega Solo-Kills diesen Split. Aber sie waren eher ein gutes Team als ein gute Solo-individuelle Spieler. Ich will jetzt nichts sagen, aber der Midlaner von denen hat MR-Runden gegen Akshan dabei. Ich würde sagen, du pullst nichts, einfach damit ich nicht zeige, wo ich bin. Das okay, fuck. Wie du willst. Ja, was machen kann. Er gedacht, der lane gegen Yumi. Wir machen ja Level 1 eh nichts und dann kann ich ruhig Q starten und Mana Flow Band holen. Ne, warte mal, wie die spielen. Okay. Oh, die moven hier. In den Ward. Nice Ghost. Ich hab das gesehen. Ja, das sind sehen. Wir sollten. Warum ist Kleine zu spät? Aber scheint zu leashen. Ja. Ja, ich geh Q. Hier passiert nichts, Level 1. Wodka, mal kurz Raptors hier. Okay.
Ich bis in MR habe, es kam mal komplett fucked. Ist so mit's End? Ja, wahrscheinlich sogar. Hab ich auch überlegt. Überleg mir auch, ob ich mit's End gehen soll, ne? Man hängt ja dran, wie stark Javan wird, ne? Ob der einzige, ja, der carry kann, in deren Draft ist. Ja, die stecken eine Wave in uns rein, ist klar, oder? Also. Bathbots, ja. Also, okay. Also, das Problem ist tatsächlich, dass sie uns invaden kann. Ich glaube, der Dime, ja, aber wir haben immer mit Priority. Okay. Ich hab jetzt gleich mega nah, aber ich bin Level 2, also ich werde es nicht mehr machen. Welche Route hat der Javan? Top Lane gestartet. Ist hier. Wait, actually, ich glaube, er hat seinen Raptoren geskippt. Ja, weil die ich habe extra da gewardet. Ja, ja, das ist gerade hier, das ist gerade hier. Ja, die. Meinst du, die können jetzt schon diven? Hm. Bin jetzt nicht mehr mega nah. Nein, Blue Buff nicht machen. Er könnte auch Mitte ganken, ne? Ja. Okay, ich push die Wave, dann bin ich gleich da. Werfe mich zu TP jetzt, zu TP hier. Bin auf dem Weg, ah, gut. Wollen wir Crab fighten? Nicht die Crab, aber die, also den Blue. Der Crab ist ein bisschen blöd. Get, Combo oder was? Nee, die Botlane kommt, die Botlane kommt. Also, oh, kann ja, die Botlane move, die Botlane move jetzt. Shirt move jetzt auch. Schau, dass du den Blue bekommst und dann geh raus. Geh wieder Richtung Mitte. Das ist fein. Wir werden wahrscheinlich Top Crab nehmen können. Top Crab contest. Nein. Also, wir dodgen jeden Fight, aber also. Vielleicht nehme ich entweder seine Raptoren. Ha? Oder Top Crab. Okay, ich nehme seine Raptoren. Der geht hier Topseite. Gute Chance, dass Karma gleich resetten will. Jetzt eine Electrocute Nami. Lol. Also wir sind, ich bin komplett even im Gang. Wir sind komplett even Botlane. Ich bin komplett even mit. Also wenn ich seine... Ich bin komplett fucked auf deine reingreeden darf. Voll geht du mit deiner negativen Einstellung. Ja. Ey Leute, wenn ich das hier kriege, ist der German fucked. Also, geil. Ja. Karma ist missed right now. Aber es könnte halt sein, dass sie das wissen, aber sie wissen es nicht. Wo ist mein Dankeschön für meinen brillanten Wort, der diese Route ermöglicht hat? Ja, schön. Ah, gut. Dankeschön. Perfekt. Ja, der Mittlerner. Musste Java ein Combo flashen. Er war top lane. Das ist krass. Also ich meine in der Theorie, deswegen spielt also das, haben auch wir einen Gank drin hinter den Bot-Lane, guys. Ich kann auch wieder rein. Wartet, bis die Wave ein bisschen dünner ist, dann können wir. Ja. Ich push und move. Ja. Da kommt halt jetzt eine neue, ne? Der top die Pin. Bubble ist raus, jetzt können wir jetzt eigentlich. Ja. Auf wen? Auf Nami, oder? Auf Nami. Okay, ich hab Lucian, ich hab Lucian. Brand auf. Kannst du... Ich hab noch E, du kannst ja eigentlich. Careful, Karma hat die Beset Advantage jetzt. Was hast du? Hat die Flash? Wundervoll, wundervoll, Jungs. Ich würde jetzt gerne einfach den Dragon nehmen, ehrlich gesagt. Mhm. Ja. Wenn ich schon hier bin. Brauchst du mich dafür? Nee, ja, du brauchst mich nicht. Ah, jetzt würde nicht schaden. Nee, eigentlich müsste ich Brücke beim Auspushen helfen, to be honest. Wobei, da bin ich auch Dogshit. Was ist leider Mitte wieder? Ja, ja, ich hab's nicht. Heal mich, nehm ich mehr Text. Jetzt geh wieder raus. Du bist der vorne Katze. Ich bin Garfield. Er könnte meiner Topside Camps haben, aber also, der Typ ist schon. Ja, ist zu Crocs gelaufen nach dem Gank. Er ist zu Crocs gelaufen. Ja, ich glaub auch. Mitte ist Missing hat TP. Mitte TP. Ja, die haben SCP-Waren in Stoplane, kann ich nicht matchen. Er hat die Nami geflasht? Nein. Nee, leider nicht. Wir sind einfach gestorben, Botlane. Nami ist der Lucian auch nicht, Vision Langusten-Dings. Okay, dann vergesst das 955 Bot. Ja, das genau meinst du? Ja, Vision Langusten-Dings, halt doch. Was machen wir jetzt weg? Wollen wir den Early Herald haben oder geben wir den auch? Ich weiß nicht, wir farmen einfach gerade erstmal, glaube ich. Ich glaube auch, dass es am besten ist. Ja, ja, das Ding ist, vor allem wenn du mich für Herald haben willst, dann musst du halt legit runterkommen und mich abholen. Das Problem ist halt auch, dass. Kannst du Mitte einer halten, Notfall? Ja, eben, ich mach noch nicht viel. Also ich denke, dass das Early Game eh mega gut läuft dafür, was wir in dem Game machen wollen. Also glaube ich, chillen wir einfach. Also die sind jetzt, dass ich nicht resettet bin. Könnten Top move. Ja, wir haben nur, ich bin fein, ich glaube nicht, dass sie mich diven können. Vorsicht hier, ich habe jetzt in 85 wieder ein Wash. Ich hab die Wave. Aber wir haben actually sogar noch Hazel Flash. Wir sind ja, unten ist eine gesteckte Wave, ne? Das wir sind perma gut. Zerat kann irgendwo zum Sniper move, oder? Ja, ja, er war Topside, er war Topside. Darf ich die Krabbe nehmen? Also ich bin halt Level 6. Ich hab keine Rage. Ich kann kommen. Kann auch hovern. Komm her, der hat Icubo, das hat Icubo. Ich komme. Ich bin weit weg von Meganar. Komm mal. Ich geh auf Javan. Dafür geflasht. Ja. Kriegst du den? Q und 2, aber zweit. Botlane move den River. Okay. Er fliegt. Nice. Twitch auf dem. Botlane move Midlane. Botlane move Midlane. Ziemlich over that game schon. Ja, denke ich auch. Jungle ist so gut. Botlane ist Midlane. Ich geh weg, Backtop, nein, ich muss meine Wave pushen. Vorsicht, ich hab gefällt, ja. Ich hab noch 7 Sekunden Cooldown auf Wave.
Ich war so greedy, weil ich einfach meinen E nicht gemacht habe. Ich dachte mir, hier ist keine Vision. Das ist fein. Ende beim Matchup nicht. Reicht. Das ist so sad. Ja. Das ist ja auch terrible für dich. Ja, es ändert beim Matchup nicht wirklich. Es ist nicht okay. Toll, aber es ist keine whatever. Oh, okay. Ja. Okay. Ich dachte kurz, du verkaufst mich da. Ich hatte Lust. Aber du kannst da nicht stehen. Oh, mit dem Frickle. Ja, du hast recht. Der macht nice. So viel. Nice. Da haben wir keinen Flash, Freddy, glaube ich. Oder hat die Er hat gerade eben nicht geflasht, nein. Also er hatte noch keinen Flash. Ich komme runter, ja. Mit euch kein Tipp, ja. Ich habe aber keine Form, ich bin nicht blöd. Geh mal dahin, lass mich da mal reinwarten, bitte. Duschen keine. Darwin ist Mitte, Darwin ist für sich hier für sein Red, ihr seid fein, ne? Ihr müsst rausschwingen hier, ne? Ich kann nicht für sein Red, ich kann nicht rausgehen, wirklich. Also ich kann, Leute, ich kann euch nicht helfen ohne Form. Also die hitten mich auch einfach for free. Okay. Wir schaffen jetzt, dass wir gleich noch ein gutes Play in Botline kriegen heute, das ist wichtig. Wir haben TP advantage gerade für den Moment. Botline Play ist nicht so einfach gerade. Ich push wieder Mitte rein und dann spielen wir viermal Bot. Okay, lauf mal dahin, ich würde da gerne rein. Dann slow push ich Toplane, aber ich kann sie nicht droppen. Jetzt kann ich helfen, jetzt habe ich ult. Ich bin noch nicht in Position hier, ne? Ich bin easy für die Wave gehen. Oder wait, kann ich, ich brauch mal rein. Wave ist fein wahrscheinlich, oder? Ja, okay, dann ich. Ja, Wave ist fein. Hier war Nami, Vorsicht. Der Jarvan hat sich irgendwo gezeigt, er ist Level 6 jetzt. Ah, close. Und ein bisschen aufpassen. Ja, der war Mitte, der hat Mitte gefahren. We fight it. Was? Wir haben ja noch die P-Advantage, guys. Sehr short. We fight it. Naja, wir hatten keine Wahl mehr. Wir hatten keine Wahl mehr. So, wir mussten. Nein, das war nur lustig. Also ich hab jetzt Healer. Toxic no way for you? Ja, nein, das klang jetzt super toxic, ich weiß. Nein, oder was machen? Jarvan ist unten, ja, wir können schon. Unten kommt eine Wave rein, wenn du die vielleicht übernehmen willst. Ja, ich nehme die Wave. Die haben nicht mal was geused, oder? Geht also flash-technisch, ich glaube nicht. Nami Flash. Alles klar. Ich geh jetzt spacen. Die haben TP-Advantage. Wenn du deine Ult gesaved hättest, hätten wir zum Harry gehen können, glaube ich. Ja, aber actually, ich musste nicht saven, das war actually wirklich close. Wir hätten um einer den Duschen aufgekillt und den haben wir auch. Ich glaube, jetzt weiß ich nicht, ob wir das noch machen sollten. Wow! Das war crazy von der Nami. Ja, der Jarvan mit Topset für die Kappe gehen. Wollen wir das contesten? Ich muss sehr aufpassen, ich habe gerade keine Spells. Wir wissen auch nicht, wo Nami ist, ne? Der Xerath ist auch sehr stark, Nami ist jetzt gerade gebased. Nami kann jetzt auf Space überall. Check kurz Harold, okay? Und Krabbe. Dann lass es nicht machen. Der macht die Krabbe. Erst drauf, auf Harold. Ja, forget, wir kennt. Okay. Ich kann, ne? Dann push meine Wave und resetten. Jetzt sagen wir rushen den Dragon hier. Okay. Wir haben noch die Feed-Wartisch für Drake, ne? Aber ich hab einen Push. Weiß ich, hast du nicht? Mit Drake Spawn habe ich wieder Ulti. Ey, du hast Storm, okay. Die hat 7 Minuten Cooldown leider. Kannst du irgendwie dafür sorgen, dass sie nicht TP'd? Nee, nur wenn ich Mega bin, aber das. Die werden Mitte für einen Jump Play. Ich kann jetzt straight zum Drake move. Nami kann auch Mitte sein, Ich kann nicht wirklich vor Projekten, oder? Also, Nami ist Midlane. Kama kann auch schon Midlane sein. Können wir dann auf den Typen gehen? Wie stark sind wir? Kama ist Midlane safe. Nein. Ja, es. Ich hab auch keinen Ignite. Oh wait, er spielt mit Ignite, da musst du aufpassen, ne? Movement. Er hat Ignite. Not bad. Alles gedodged, Fiction. Und vorne ist gut. Alles gedodged, bis auf einen Q, Fuck. Der eine E, komplette Wave tot. Nice, let's go Trank. I love this champ. Da hat 34. Oh. Guter Damage. Ich bin gerade am Dragon, Freunde. Ja, wir Nami ist bei uns. Ja, man kann for free TP'en. Ich hab TP'en 20. Könnt ihr das denen fighten können? Ja, auch nicht. Die kommen jetzt. Ja, alles gut. Aus. Jarvan geflasht, ne? Der Jarvan ist geflasht, der ist ausgeflasht, ja. Der ist der Jarvan Flash bei 15. Ich hab weder Ultimates, theoretisch, wenn wir irgendwo einen Play machen wollen. Mitte hat auch keinen Flash, das wäre ein schöner Kill. Die werden halt weiter probieren. Also der Xerath wird sehr stark werden, dadurch, dass der halt einfach auf der Lane bleibt, ne? Wir müssen damit was kriegen halt. Ich bin schon jetzt sehr strong. Karma kann mit den Hovern. Ungefähr hier. Ich will das Botlane Play machen. Natürlich irgendwie, die hat kein Flash Dynami. Ich hab auch wieder TP. Also ist ihren grade, also free, okay. Karma kann mit der Zen, no way, Vorsicht. Einfach nach vorne in Brüche oder ist das Int? Also für wenn du die Bubble flasht, ist es fein. Ah, der ist ein Jump, aber wir gewinnen Dragon, easy. TP, wenn sie TP, da hängt. Ich hab noch nicht mehr genau. Bist du so stark sicher? Ich glaube auch, dass wir gewinnen. Ich werde TP matchen, aber nicht TP, ich hab kein Mega. Ich hab nochmal eine E. Wenn er hit ist, der ist tot. Da ist noch ein Lush, ja, das ist Zeraph, das ist Zeraph. Das ist rausgehen, ja, ist free. Geil. Ich push mal. Der hat immer noch Harold, ne? Hat der. Ist, wie der Spot TP? Der ist, keine Ahnung, 50%, der ist nicht solo.
Wirklich ganz außen rum, really? Du bist gerade gespawnt von den Gegnern. Ja, ich nehme mal die beiden Camps, dann gehe ich resetten und mache das nochmal ein paar Plan, okay? Vor einer Minute. Mal frechen Plate gegönnt. Wir sollten ja weg. Javan hat noch Ult wieder. Weil? Kein Flash though. Ja, der Javan Bot? Das wissen wir eben nicht. Er war wahrscheinlich Base Gate Topside. Okay. Du bist gespawnt, ja. Makes sense. Schnell auf Mana ist fucking useless. Nami hat sich auch. Also wenn. Könnt ihr die Gegner stayen, bis, also stayen lassen, bis ich komme? Ja, dann liegt jetzt eher an denen. Ich kann die Wave nochmal reinpushen, ja. Weil, also wenn ich da bin und die immer noch low sind, sind die immer schon... Space, okay. Cushion Space. Ist er ja auch, ne? Ja, nein? Nami, bitte? Wir gehen auch, ja. Dann, okay, dann gehe ich nicht, Bot. Ah, das ist so, wenn ich weiß, wo der Jump ist, ist er einfach tot, der Xerath, ich darf nicht. Das ist so sad. Würde ich, soll ich den einmal anhaufen? Der ist gebased. Nami ist auch Midlane, ne? Höchstwahrscheinlich. Weil die weiß, dass wir jetzt. Ich war gerade Midlane, ne? Ich glaub, die ist wieder zurück, ne? Wahrscheinlich noch ein Blade, actually. Also, ich hab Moonstone, ich bin super strong. Ich hab TP. Würde die killen. Dafür. Das kann TP. Die Herald Bot, die Herald Bot. Hier ist ein ziemlich geiles Ward, würde ich sagen. Ich bin aber nicht mehr mega nah dafür. Ja, ich kann gucken, aber ich bin nicht mehr nah. Nami, J4, keine Flashes. Die fallen in Illusion. Die werden aber nur Plates geben, dann tippe ich nicht. Die Pfanne in den Duschen. Gute Call. Ich glaube, die wollten nicht tatsächlich kollapsen auf dem Red. Kann man so resetten hier. Kannst du dich mal da ganz nah hinstellen, bitte? Ja, wie der Champion oder? Nicht lustig, okay. Und wir können auch einfach bis zum nächsten Dragon warten, ehrlich gesagt. Ich habe in 35 wieder Ignite. Lucian der Kraken ist leer. Also ist eher immobil. Actually, fuck it, nein, ich komm bot. We fuck it. Er hat gedasht, ne? Du kannst ihn ulten, der kannst ihn ulten. Ich hab TP und Mega Gnar. Ich bin aber alleine. Nice, Team. Okay. Das ist ein chilliges Game bis jetzt. Java mit. Kriegt den Turm allein, ne? Ja. Ich hätte mir den gerade gemisst. Das war ein defensivstes Action-Game, das ich jemals gespielt habe, ja. Ich denke für die Topside, wenn er reingeht, können wir den killen. Ich hab 2300 Gold. Der geht für meinen Red. Ich move straight. Bin sehr weit weg von Mega Gnar. Ich komm von oben. Okay, ich bleib top lane. Der ist ge-EQ'd schon. Oh, so werden es ist gefährlich. Ich kann leider nicht mehr wirklich rüber. Ja. Wir sind nicht für die Botlane, ja. Jetzt move. Wir sollten resetten. 40 Sekunden auf Drake. Wir spielen definitiv für den Drake, ne? Was? Good shit, die haben glaube ich beide geflasht, wenn ich mich verguckt hab. Ja, wir haben auch immer noch Toy KTP. Das war's alles durch. Hammer ist gerade Top-TP da, Henk. Bitte? Das war's alles durch, ich hab nichts gemacht. Du hast sie gebetet und meine Banger Ezreal. Ja, und die Banger Ezreal war es. Hallo, du krasser Banger. Nimm mich mal lieber mit. Danke. Vom Katzentaxi degradiert. Wie fühlt sich das an, Brücke? Oh, wait, ich muss nochmal runter. Kannst du einmal miauen für mich? Miau? Ja, man muss jetzt runtermoven. Ich glaube, es ist Miau klingt noch nicht so gut. Actually, sie sollte niemals TP haben. Aber sie moved. Ich hab TP. Ich werde mega vorbereiten. Der richtige Ausdruck wäre hier: Speed mich kitten. Wir haben keine Jarvan-Ult, oder? Also ich glaub, 15 Sekunden auf meine Ulti, 15 Sekunden auf meine Ulti. Ich würde hier runterrennen hier, ne? Ja, ich auch. Runterrennen kann die ich. Die wollen den Drake fallen. Ich tippe hinter die, ich hab fast mega nah. Lass mich ignite. Ah, die sind schon top, aber ich da bin Argon ist top. Argon, lass mir den Revenant Hunter Stack. Ich hab jetzt Ulti, mach mal was, hä? Ich will Revenant Hunter Stack nur. Ein Auto-Attack, danke. Bloop. Ich war ein böses Kätzchen. Oh mein Gott. Alter. Ich bin sofort dann raus. Fucking way, das wird's gerade gesagt. Das will ich nicht hören. Nicht normal, Kani, bitte. Es war das der Champion! Das macht es mit mir, ich weiß auch nicht. Javan macht Crack. Wait, können wir den töten? Ja. Terrat Flash? Ach Mann, nee! Javan ist hier, Javan ist hier. Wir werden Narrat nehmen und beenden. Wir werden so gecrushed, Leute, let's go, Mann. Wir sind so geil. Ich liebe uns, ja. Unser erstes Game ist immer so geil, ne? Oh, wir sind das perfekte Best-of-One-Team eigentlich. Ja, wir sind absolute Best-of-One-Exodia. Ich kann ihn anhaufen, ich kann es rein. Oh, let's go! Holy! Ah, ein Mist. Ich glaube, ich bleibe ein bisschen bei Argorin. Hier ist ganz angenehm. Hier ist Charmer.
Da oben sind ein paar von denen, ne? Ja, Nami und Schäfer. Erst noch gewinnen. Ja. Wir haben so ein Game gestern auch schon verloren, glaube ich, wenn wir nicht gesehen. Nami ist Hälfte HP. Dexi, 10%. Ey, die werden uns hier contesten, echt? Oder? Ja, die war 10%. Die contesten Drake. Herald? Unser Drache ist tot, Leute. Katze in Not? Geist? Okay. That was not it. Ich kaufe Anti-Heal hier, ne? Also ihr müsst nicht. Mhm. Ich dachte, wir geben es ab. Na, Krabbe. Auch keiner von den Botlane, ne? Ja, ja, wir komplett in den Turm genommen. Ich brauch gleich ein Taxi. Ah, ein grünes Monster mit mir. Moment. Ja, ich glaube, wir können top. Jetzt einfach. Wollt ihr nicht teleportieren? Ich kann hinlaufen. Out of base. Okay, ja. Ich kann den einen Turm, wenn wir nicht können, aber den nächsten bestimmt. Das er hat keine Ult, der Jam. Soweit. Und, also, sie haben alle keine Ult, by the way. Wir gehen raus, ja. Ich verzieh mich wieder Richtung Botlane. Ich schieße Ult hoch. Oh. Aber können wir jetzt nicht einfach einen entspannt machen, bis der Drake so. Oh! Der Ult schafft durch ein zweites Mal, ne? Ja, nee. Ich will einmal basen, der Dexterrat wird vielleicht Mitte die Wave rausdrücken wollen. Ach, Dexterrat hat keine Flash. Bubble war nice, ja. No? Die macht so crazy Bubbles, ja, wir rappen doch testen. Ich muss mal die Wand dann. Darf ich auf Karma gehen, probably? Ja, der hat keinen Flash, ne? Ja, ich kann nicht warten, oder ich hätte vielleicht Ult. Ich hätte einfach Ult wollen, bei der Ja, ja. Ich auch, aber ich wusste nicht, ob du ultest, deswegen. Wenn du ihn CCs, habe ich einen Tod, aber kacke, glaube ich. Kann ihn, so kann er aber. Das ist doch besser. Wenn wir einen Flash bekommen. Der hat leider kein TP für Toplane. Der schwingt alles. Ich kann in Mitte mal diven mit der Cannon Wave. Nächstes, die Cannon Wave, komm mit rein. Geh weg, Kani, ich pump die Wave sehr weit weg. Ja. Leider. Ich bin Mitte diven auf der Wave. Ich habe jetzt keine Ulti mehr, doch. Ey, ich aber bin komplett auf Position jetzt. Sarah hat kein Flash, Sarah hat kein Flash. Walk of Shame, bist du wieder Wave zu rennen? Ja, Walk of Shame. Hab ich die noch getroffen? Nee, ne? Karma ist auch bei euch, vorsichtig. Jump pusht oben noch einen. Ich hab noch Summoner hier. Ja, I mean, wow. GG, Jungs. Ja. Soul ist in 1,30 und das ist die beste Seele für uns, Leute. Das ist schon gut. Willst du Nash, ne? Wir können Nash, ja, oder? Ah, Jarvan ist da, aber der ist sehr low auf der Top-Seite. Dürfen wir Tau nach hinten bitte? Nee, ne. Okay, wir machen nicht Nash, das ist der Chance. Nee. Oh, wir machen Nash. What? Nein. Really? Jetzt noch? Ja. Nein. Der Reinhardt ist tot. Dann move ich hoch, I guess. Ich glaube, das ist nicht gut. Das ist easy. Ja, wir haben, glaube ich, alle gepennt auf dem Ball. Right off. Ja, no much. Wir brauchen ihn nicht mal. Wo ist denn Jarvan? Achso, Mitte. Der war super low oben und hat die Wave reingepusht. Aber hab ich schon mal so resetten gegangen und Yumi APM gesehen? Also wir sollten auf jeden Fall die Top-Name-Türme nehmen. Ich weiß gar nicht, ob wir Dragon überhaupt nehmen sollten. Ja, die Seele sollten wir schon nehmen. Also Inferno ist halt, also, ja, ja. Können wir machen, ja. I guess. Den Fall ist doch nicht irgendwie 1000 Gold wert oder so pro Spieler? So wenig! Ja, pro Spieler. Also 5000, du kriegst einfach 5000 Gold, wenn du die kriegst. Da war auch irgendwie, das war irgendwie sowas in der Art und dann nochmal Drakes oben drauf, die Buffs der Drakes. Ja, genau. Also, ach so, das okay. Ist schon sehr, 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 sehr stark. So, dann bräuchten wir jetzt bald Leute hier, ne? Ich muss Bot Death pushen. Soll ich den Töd noch nehmen? Den Bomb für anderen habe ich auch Decent Rage. Ich catcht werden im Vorfeld, bitte. Also, ich glaube, no joke, wir sind zu late. Nein. Ich kann einfach Top Lane den Innen nehmen. Nein. Wir fighten den jetzt. Ich glaube auch. bin ich besser base. Auf Argurin oder auf Rookie? Ich glaube. So wie sonst. Komm mal auf mich rauf, wenn ich engage, by the way. Wenn ich mehr genau bin. Nein. Okay. Natürlich, ich jetzt Facecheck, die sind nicht da. So, komm her. Wir sind nicht über mir. Komm auf mich kurz, kann ich. Team? Okay. Die jump hier rein. Da. Der hat kein Flash, gesagt, kein Flash. Die machen den Drill. Ja, warum? Wild. Okay, er hat noch Flash, aber er ist trotzdem tot. Okay, Akku, den du und ich. Ja. Alter, das für eine Fülle ist, Leute, dass wir da 10 Sekunden vorher da sind, später. Das ist wild. Gut. Alter, ich glaube, wir waren viel zu spät für den Dragon an sich. Ja, wir hätten den trotzdem, also, wir müssen einfach nur mit Drögen reinlaufen, der war doch free. Ja, weiß auch nicht, warum ihr noch mit den durchgepusht habt, also, ja. war komplett free. Ja, wir haben den Xerath hier gekillt. Ja, aber ist ja wurscht, was macht der? Der ist an 0-4 Xerath. Ah, ist auch egal, war ein gutes Game. War ein insane Game trotzdem, ja.
Ich bin auch viel zu lange oben geblieben und hab den Turn auch gepusht, ne? Zum Beispiel. Das ist cool, ja. Komm, kann ich gerne, wir machen jetzt was Witziges, okay? Ja. Warte, bringst du uns um? Nur so ein bisschen. Leute, das sind unsere stärksten Gegner. Können wir das eigentlich. Nicht unsere stärksten, das sagst du bei jedem Team. Ja, es ist aber wirklich. Ja, aber vom Banker hat er diesmal so recht. Die gestern waren die stärksten Solo-Q-Spieler und das ist das stärkste Team, ne? No? Ja. Das stärkste Team. Alter, ihr führt mich alle mal. Ich habe in 8 Sekunden wieder. Du hast ja faktisch recht. Ich habe sogar Essen geholt für euch und trotzdem. Anni, macht's Spaß? Ich hab den Spaß meines Lebens. Ich bin kein einziges Mal rausgegangen. Yumi hat einfach keine Pässe. So, das war gegen Playoff Produce Team. Ja. Die waren Playoffs. Ja, Playoffs Produce Team. Sechster Platz Produce sind die. Genau mit dem Lineup. Sechster Platz Produce. Right. Bild.